Mr. Capwell, ist Kelly hier? Ich habe sie nicht gesehen. Wieso? Stimmt irgendwas nicht? Oh, nein, nein. Wir müssen uns, wenn ich das richtig sehe, im Büro missverstanden haben. Und ich vermute, dass sie in der Hütte auf mich wartet, schon die ganze Zeit. Kelly, was tun Sie hier? Das werde ich Ihnen sagen, Kane. Ein tolles Versteck ist das hier. Jeder in Santa Barbara weiß, wo ich bin. Das ist doch nicht wahr und ich werde es ganz bestimmt niemandem erzählen. Es ist nicht gut, dass Sie hier auftauchen. Letztes Mal hat man Sie meinetwegen beinahe getötet. Das war doch nicht Ihre Schuld, Kane. Wer immer dort geschossen hat, der kann auch auf mich geschossen haben. Kelly, Sie sollten jetzt kein Risiko eingehen und sich nach Hause bewegen. Nein! Jemand ist darauf aus, meine Familie fertig zu machen und Sie wissen, wer dieser jemand ist. Ich versuche ja, mich zu erinnern und ich bin deswegen hier, um mich in Ruhe, in völliger Ruhe darauf zu konzentrieren. Aber das kommt mir hier eher vor wie auf einem Bahnhof, wenn Ihr Capwell ständig kommt und geht. Ich wollte Ihnen dabei helfen, Ihr Gedächtnis aufzufrischen. Und ich weiß, wie ich das machen werde. Ich entsinne mich nicht, dich zur Party eingeladen zu haben, Eleanor. Ich glaube, du solltest da jetzt besser nicht reingehen. Heißt das etwas, sie ist da noch drin? So ist es. Das verstehe ich nicht. Sie ist doch so eine hübsche Frau. Findest du, dass dieser Castillo irgendetwas Besonderes hat? Oh, ja. Also, manche Kerle haben immer Glück. Seit langer Zeit erlebt. Vergeuden wir ihn nicht. Ein Glück, es war doch kein Traum. Ich finde, du hast dir eine Menge Widerlichkeiten geleistet, seit ich dich kenne. Mhm. Ganz besonders die Sache mit Paul Marshall. Du musst doch zugeben, dass diese Kindesentführungen widerwärtig waren. Das war der Tiefpunkt deiner Karriere. Aber ich denke, dass du jetzt die Chance hast, dich zu ändern. Womit ich meine, anderen Menschen zu helfen, Keith. Selbst für einen Kerl wie dich, der das Wort Anstand nicht kennt, ist ein neuer Anfang nicht unmöglich. Und du hast noch die Chance, wie soll ich sagen, dich moralisch wieder aufzurichten. Ich sehe es vor mir, du wirst glänzen durch dein Mitgefühl und deine Herzensgüte. Und du wirst die Dankbarkeit derer genießen, denen du geholfen hast. Amen. Oh, Keith, das ist das erste Mal, seit ich dich kenne, dass ich dich mit Tränen in den Augen sehe. Das letzte Mal habe ich geweint, als ich im Kino Bambis Mutter verenden sah. Der einzige Grund, warum ich hier bin, ist, dass keiner von deinen anderen Lakaien hier ist, um dir zu helfen. Ich hab's dir doch gesagt, seine Großmutter ist gestorben und er ist zur Beerdigung gegangen. Und diese blöde Geschichte soll wahr sein? Ich bitte dich. Ich denke, dass es dir bloß peinlich ist, weil du einen neuen Anfang machst. Wenn du mich weiter nervst, schneide ich das Mütterchen dort in die Suppe. Das ist sie. Wer? Das ist die mit dem Medaillon. Ach so, na dann geht's nicht. Wie?
Diese Frau ist der einzige Grund, weshalb ich hier bin. Ich habe auf sie gewartet. Ich wusste es doch. Es war idiotisch von mir zu glauben, du wärst wegen der Bedürftigen hier. Ja, das war gestern. Und die Bedürftigen haben von mir wirklich genug gekriegt. Kies? Ja, Hase? Kannst du mir einen großen Gefallen tun? Das habe ich bereits getan. Ich bin hier. Ich meine es ernst. Mir ist es wirklich sehr wichtig. Du sollst dir das Medaillon abnehmen, hörst du? Sieh mal an, deshalb bin ich hier. Demnach war es gelogen, dass der Kerl zur Beerdigung geht, ja? Die Großmutter war es, nicht wahr? Weißt du, seine Großmutter ist sehr alt. Und er muss jetzt seine Zeit mit ihr verbringen. Sie lebt vielleicht nicht mehr lange. Na komm schon, stell dich nicht so an. Hol das Medaillon. Sie hat es ganz sicher bei sich. Ja, aber sicher doch, das mache ich gern. Soll ich ihren Kopf auch mitbringen? Nein, ich denke doch, das Messer bleibt besser hier. Wozu brauchst du eigentlich dieses blöde Medaillon? Das Ding enthält die Bilder von zwei kleinen Jungen, von denen mir einer bekannt vorkommt. Ach so, das ist ein guter Grund, es zu klauen. Es geht nicht um das Medaillon. Ich will mir nur die Bilder ansehen. Ich ahne da so etwas. Nun sei nicht so und hol es mir. Jedes Mal, wenn du irgendwas ahnst, machst du idiotische Pläne, die nur halb durchdacht sind und die ich in Ordnung bringen muss. Diesmal ist mein Plan perfekt. Ich habe alles genauestens vorbereitet. Oh ja, sehr großzügig von dir. Bloß weil sie obdachlos ist, vermutest du natürlich, dass sie... Schatz, schon wieder leer. So falsch war die Vermutung wohl nicht. Na, mach schon. Ich will den alten Charmeur Timmons in Aktion sehen. Bring mir das Medaillon und ich werde dich ordentlich dafür belohnen, mein Schatz. Ein Glück, dass es nur ihr zwei seid. Wen hast du denn erwartet? Den Grafen von Monte Cristo? Ja, wisst ihr, ich konnte das ja nicht vorhersehen. Ich wollte hier nur etwas mit Cruz besprechen und fand die Tür einfach offen vor. Und da bin ich schon mal reingegangen und dann sah ich das Schild, das ich ja ihr beide aufgehängt habe. Ach ja? Und da dachte ich, vielleicht sind sie oben und da wollte ich sie auf keinen Fall stören. Nein, das tust du nicht. Um was ging es denn? Was? Das, was du mit Cruz besprechen wolltest. Es ist doch bestimmt sehr wichtig gewesen, nehme ich an. Ja, es ist vielleicht wirklich sehr wichtig. Ich habe da so eine Theorie, wer es gewesen sein könnte, der auf Kane und Kelly geschossen hat, als sie am Strand waren. Und ich dachte, Cruz möchte vielleicht etwas darüber wissen. Das möchte ich genauso gern, denn du weißt ja, wir haben auch so unsere Theorie. Ich denke, ich hebe meine für Cruz auf. Du wirst sehr lange warten müssen, wenn das so ist. Wo ist er? Ich dachte, er wäre inzwischen aus dem Krankenhaus. Weißt du, das war er auch, aber... Eden hat sein Zimmer für diese Nacht romantisch hergerichtet, sozusagen, als Überraschung. Sie haben die Nacht zusammen verbracht. Ist das nicht wunderbar? Oh ja, Sie sind bestimmt sehr glücklich gewesen. Das ist die Untertreibung des Jahres, nach allem, was Sie durchgemacht haben. Cruz ist jetzt also im Krankenhaus. Ja, vermutlich hat er Schwierigkeiten, aus seinem Zimmer rauszukommen. Carmen, ich wette, dass Sie im Laufe des Tages noch hier auftauchen. Dann werde ich doch besser gehen. Es könnte Sie stören, wenn Sie zurückkommen und mich hier vorfinden. Mhm. In der letzten Zeit haben Sie Ihre Chance genutzt, denn das Glück scheint mit Ihnen zu sein. Nur ich hoffe, dass Ihr Glück auch anhält. Ich weiß nicht mal, wo wir sind. Was? Wenn ich in deinen Armen liege, weiß ich nicht, wie spät es ist oder wo wir sind. Doch, es spielt keine Rolle. Warte, ich sehe mal auf die Uhr. Na gut, war bloß ein Scherz. War kein Scherz. Das einzig Wichtige ist, dass du endlich dort gelandet bist, wo du hingehörst, mein Liebling. Als ich oben in den Bergen war, habe ich versucht, an unsere gemeinsamen Zeiten zu denken. Ich habe versucht, die Augen zu schließen und an die schönen Momente zu denken, die wir hatten. Aber so ganz gelungen ist es mir nie. Das freut mich allerdings. Was? Was ist das für eine komische Reaktion? Betrachte die Sache doch so. Wenn es dir ausreicht, die Augen zu schließen, um solche Gefühle zu haben, dann wirst du mich doch überhaupt nicht mehr brauchen. Ist für mich nur eine Frage des Trainings, denke ich. Na, das fehlt dir noch gerade. Nein, niemals. Wie könnte ich denn? Du bist doch für mich der liebevollste, stürmischste und gefühlvollste Liebhaber, den ich wohl jemals kennengelernt habe. Ja, das stimmt. So bin ich. Oh, meine Tugend habe ich doch noch vergessen. Du bist sehr bescheiden. Soll das ein Witz sein? Du bist das. Liebling. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind. Hätte es doch bloß nicht so lange gedauert. Weißt du, jedes Mal, wenn ich zurückdenke... Wie wäre es, wenn wir von jetzt an lieber nach vorne sehen? Ich will für immer in deinen Armen liegen, Cruz. Sonst nicht? Hört sich gut an.
Aber dir ist klar, dass das ein Krankenzimmer ist. Irgendjemand wird es dringender als wir benötigen. Außerdem liegt unter dieser schönen seidenen Bettwäsche eine Gummiunterlage. Und ich denke, dass wir... Hier fahren zum Strandhaus. Ja. Übrigens, weißt du, dass ich mein Strandhaus fast verkauft hätte? Nein. Ja. Um zu glauben, dass ich es fast getan hätte. Weil du fort warst und ich den Gedanken nicht erfahren konnte, dort ohne dich zu leben. Aber als der Verkauf des Hauses stattfinden sollte, gewannen die vielen Erinnerungen, die ich hatte, die Oberhand. Ich bin froh, dass es dir noch gehört. Ich auch. Ich habe es nicht nur für mich gebaut. Auch für dich, damit wir darin wohnen. Ich habe mir immer vorgestellt, dass ich dann jeden Morgen etwas hören werde. Das Meeresrauschen durchs offene Fenster. Und dass ich spüren werde, wie du dann atmend neben mir liegst. Das klingt so schön. Und wenn es noch so schön klingt, die Wirklichkeit wird besser, das garantiere ich dir, Eden. Ich liebe dich viel zu sehr, als dass es irgendwie anders werden könnte. Ich liebe dich auch. Wer den Menschen schon seit tausenden von Jahren. Also wenn ein Baum ganz plötzlich fällt und es ist niemand im Wald, macht er dann ein Geräusch? Ich denke, also bin ich still geschrieben. Was ist mit ihr? So was nennt sich eine trinkende Philosophin. Natürlich macht er ein Geräusch. Was? Ein Baum im Wald. Manchmal redest du wie ein Idiot. Hast du das Medaillon? Nein. Und denk ja nicht, dass ich Tote oder Betrunkene ausrauben werde. Das überlasse ich dir. Ich will doch gar nicht ihren Schmuck. Ich will doch bloß ihre beiden Bildchen. Ich glaube kaum, dass sie es verhindern kann. Auch Philosophen trinken manchmal zu viel. Wie sollten sie auch sonst auf ihre blöden Ideen kommen? Sieh dir doch mal diese Bilder an. Knallharte Burschen. Wer erlaubt dir eigentlich, so blöd zu sein? Also den hier kenne ich nicht. Aber dieser hier, kommt der dir bekannt vor? Ja, dieses dämliche Grinsen kenne ich von irgendwoher. Ich hab's schon mal bei einem Prozess gesehen. Natürlich! Das ist Mason! Er sieht ganz genauso aus! Meinst du? Warum sollte denn die hier ein Bild von Mason Capwell besitzen? Ich weiß es nicht. Wollen wir wetten, dass er es ist? Aber wen interessiert das überhaupt? Na, mich und ich hoffe dich auch. Denn wenn sie Fotos von zwei kleinen Jungs hat und einer von ihnen ist wirklich Mason, dann... lohnt es sich genau hinzusehen. Was? Was denn? Hör zu, weißt du, wenn du so schnell schießt, dann kannst du leicht daneben treffen. Denn ich meine, wie viele Kinder sind es, die wie der kleine Mason Capwell aussehen? Ich möchte wetten, aber Hunderte, Jahrtausende, zum Beispiel Larry Olsen. Wer ist Larry Olsen? Mein Zahnarzt. Und Dr. Serali, das ist übrigens mein Anwalt, sah als Kind genauso blöd in aus. In Ordnung, ich hab's kapiert. Hör zu. Willst du um die Wahrheit ringen, musst du zuerst Beweise bringen. Alte indianische Spruchweisheit. Kies, hör bitte auf. Ich weiß jetzt, wie ich feststellen kann, ob es wirklich zutrifft, dass dieser kleine Junge Mason Capwell ist. Du kannst es versuchen, das kann doch nicht schaden. Ich weiß nicht. Hören Sie, Ken, wenn Sie sich konzentrieren und entspannen, dann bin ich auch überzeugt, dass es klappen wird. Na gut, versuchen wir es. Wundervoll. Hören Sie, Sie werden sich jetzt konzentrieren. Stellen Sie sich einfach vor, dass ich die Frau bin, die Sie immer in dem Korridor sehen. Alles klar? Das ist der Korridor. Sie schauen auf und sehen Sie auf Sie zukommen. Sie kommt Ihnen immer näher. Näher und näher. Geben Sie mir Ihren Arm, Mr. Garber. Keine Sorge, Adam, es wird überhaupt nicht wehtun. Was ist? Woran haben Sie sich erinnert? Adam. Was? Ich erinnere mich an die Frau.
Und vielleicht auch an ihr Gesicht? Nein, aber ich erinnere mich daran, dass sie im Krankenhaus für Kriegsversehrte war. Sie sagten Adam. Wer ist Adam? Das bin ich. Ich bin Adam Garber, das ist mein Name. Ich weiß es wieder. Ich weiß jetzt wieder, wer ich bin. An alles Übrige muss ich mich noch erinnern. Herzlich willkommen, Senor! Olé, Senorita! Hm? Für meine bezaubernde Senorita heiße ich immer El Diablo! Ha! Ja! Olé! Harold, alles in Ordnung? Na komm, Carmen, das hilf war mir. Es war albern, aber wir mussten uns doch was ausdenken, um euch willkommen zu heißen. Oh, ihr beiden seht wundervoll aus. Was immer ihr auch im Krankenhaus getrieben habt. Ich weiß schon, wovon. Oh, entschuldige bitte, entschuldige. Ich freue mich so, dass ihr im Strandhaus leben wollt. Das ist schön. Und ich verspreche, dass ich euch nicht stören Carmen, werde. Carmen, das Haus steht auch dir offen. Ich will nicht, dass du Hemmungen hast. Oh, das wird ganz toll. Das wird so sein, als hätte ich eine Schwester. Klar, wir können uns da streiten. Natürlich. Hör zu, ich muss dir was sagen. Als ich vorhin hierher kam, hat Elena hier herumgeschnüffelt. Was wollte sie? Sie wollte dich angeblich sprechen, aber ich bin mir sicher, dass sie Kane aufstöbern wollte. Es würde ihr doch kaum gelingen, Kane aufzustöbern. Weißt du, es überrascht mich, dass du da so sicher bist, aber du solltest nicht vergessen, dass sie vieles getan hat, was sie nicht hätte tun dürfen. Das kannst du nicht abstreiten. Ja, das stimmt. Dann wird er vor ihr woanders versteckt werden müssen. Hm? Ja. Irgendwie, ja. Und wie hat dir deine Rückkehr nach Hause gefallen, hä? Ja, ein echter Pearl, geradezu typisch. Ja, das ist sogar klassisch. Tja, ich hoffe, du hast Verständnis dafür, dass ich dich jetzt bald wieder hier rausscheuche. Hm? Ja, kein Problem. Ich wollte sowieso gleich wieder nach Hause. Nein, daraus wird nichts. Bleib lieber Elena auf der Spur. Morgen löse ich dich dann ab. Aber jetzt bin ich endlich nach Hause gekommen, seit einer Ewigkeit. Wir wollen allein sein, du verstehst mich, hm? In Ordnung? Das sind 5000 Dollar, mehr als genug für so einen Auftrag. Führen Sie ihn ordentlich aus. Das kann ich dafür erwarten. Was kann ich für Sie tun, Detective? Ich muss über die Schüsse neulich am Strand noch nachträglich Berichte anfertigen. Aha. Tja, meine Tochter ist jetzt nicht hier. Ich muss nicht mit Ihrer Tochter reden, sondern nur mit diesem, Kane. Hm, er ist auch nicht hier. Also, wenn Sie mir sagen könnten, wo er ist, dann kann ich die Sache in 0, nichts hinter mich bringen. Tut mir leid, ich weiß nicht, wo er steckt. Oh, den Unterlagen zufolge hat er hier gewohnt. Das stimmt. Er wohnte hier, aber nach den Schüssen ist er verschwunden, mitten in der Nacht. Was regst du dich denn so auf? Hier bin ich doch, du hast mich gefunden. Also was Jeffrey, soll das? Was? Kelly, das ist Detective Keaton. Sehen Sie, Mr. Capwell, es ist sehr wichtig, dass ich diesen Kane recht schnell sprechen könnte. Tut mir leid, Detective, mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Verstehe. Von Ihnen beiden weiß vermutlich auch keiner, wo ich diesen Kane finden kann. Nein, ich nicht. Er ist leider verschwunden. Na gut. Trotzdem, vielen Dank. Naja, früher oder später wird er mir schon noch über den Weg laufen, denke ich. Ich bin schon selbst raus. Das ist nett, danke. Du hast ihm doch nichts erzählt. Ich habe ihm erzählt, dass ich nicht weiß, wo Kane ist. Und es ist mir auch egal. Hauptsache, er ist nicht mehr Wir hier. Sollten niemandem etwas erzählen über ihn. Hat er gesagt, was er wollte? Er wollte Kane ein paar Fragen wegen der Schüsse am Strand stellen. Wer ist er? Ein Polizeibeamter von Santa Barbara. Was dachtest du denn? Ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Soll das etwa heißen, du kennst die gesamte Santa Barbara-Polizei? Ich weiß, wer mich wegen der Schüsse vernommen hat. Er war es nicht. Zuerst Eden und jetzt du. Ich verstehe nicht, wieso ihr beide euch überhaupt in diese Sache mit Kane verwickeln lasst. Er suchte dich. Wo bist du eigentlich gewesen? Ich wollte schon Männer losschicken, um dich zu suchen. Nach 2 Stunden schickt ihr beide gleich eine Suchmannschaft los? Also Moment mal, da schießt jemand aus dem Hinterhalt auf dich und Kane und du erwartest, dass wir hier rumsitzen, während du dich irgendwo rumtreibst. Bist du jetzt etwa auf Daddys Seite? Ja, zumindest was Kane angeht, da bin ich ganz seiner Meinung. Ich sehe es nicht sehr gern, dass du mit Kane zu tun hast. Ihr behandelt mich ständig wie ein kleines Kind und das ertrage ich nicht. Ich gebe euch nicht über jede Minute meines Tages Rechenschaft. Und dass ich dich liebe, bedeutet nicht, dass wir wie die Kletten sind. Na schön. Wieso kannst du dir deinen Trotz nicht für ein anderes Mal aufheben und mir sagen, wo du gewesen bist? Ich war bei Kane, Daddy. Mir ist ja überhaupt keinen Zweck, mich anzunehmen. Ich weiß, du und Cruz, ihr denkt immer noch, dass Elena... Hey, du verhältst dich ja wie ein Hai, weißt du das? Wenn du dich erst mal festgebissen hast, lässt du nicht wieder los. Ich will nicht, dass man mich im Dunkeln lässt. Das verstehe ich. Du bist doch schließlich ein Mitglied dieser Agentur, ist doch ja, so, ja, aber oder? Daran zweifle ich allmählich. Wir verdächtigen Elena. Das heißt,
dass wir ihr eine Falle stellen müssen. Klar? Moment mal, wenn das irgendwas mit Kanes Medikamenten zu tun hat, dann Nein, es geht um viel mehr und viel Wichtigeres als etwa nur um diese Medikamente. Ich weiß ja, dass du mit ihr mal befreundet warst, aber ich sage dir was. Dieses Küken ist ziemlich gefährlich. Ist das klar? Ich glaube, sie war diejenige, die am Strand aus dem Hinterhalt die Schüsse auf Kane und Kelly abgegeben hat. Hm? Na schön. Wenn sie es getan hat, dann übergibt sie der Polizei. Hör mal, wir würden sie schrecklich gern der Polizei übergeben, aber wir haben keine ausreichenden Beweise. Ach komm, die Polizei hat Patronenhülsen und Kugeln gefunden. Ein Ballistiktest mit Elenas Revolver würde reichen. Ich sehe schon, deine Hausaufgaben hast du gemacht. Also, werdet ihr es tun? Wir würden liebend gerne zur Polizei marschieren, aber das wäre Blödsinn. Cruz und ich denken, dass es doch sehr dumm von ihr wäre, den Revolver zu behalten. In Ordnung, also was machen wir? Wir werden gar nichts tun und du unternimmst auch nichts. Anordnung von deinem Bruder und mir. Ach komm, Pearl. Ich weiß noch genau, was du gesagt hast. Sie ist unschuldig. Elena ist unschuldig. Du hast mich damit fast zum Wahnsinn getrieben, weißt du das? Du hast recht. Naja, also gut, seit dieser Sache mit Kanes Medikamenten. Was ist? Da habe ich Elena genauer beobachtet. Interessant. Einen Moment ist sie so kühl und so abweisend. Und im nächsten ist sie plötzlich die Freundlichkeit selbst. Genau, das ist das charakteristische Erscheinungsbild einer schizophrenen Persönlichkeit. Aber wieso will sie ausgerechnet Kane umbringen? Genau das haben wir ja versucht, die ganze Zeit herauszukriegen. Nur, dass wir uns allmählich fragen, ob sie nicht außerdem noch hinter ein paar anderen Leuten her ist. Ich weiß, was wir tun. Ich habe eine blendende Idee. Du wirst dich schön da raushalten. Ja. Wir locken Elena in eine Falle, ich und Cruz. Und ich hoffe, dass wir dabei Kane nicht gefährden. Ich könnte euch dabei sehr nützlich sein, glaube ich. Ich habe schließlich sämtliche Wiederholungen von Columbo gesehen, und zwar mehrmals, das weißt du doch, Pearl. Halt dich zurück, Kindchen. Ich finde, dass das alles ein wenig zu hoch für dich ist. Darum überlass das Denken lieber mir. Ich habe gerade in dieser Sekunde eine Traumidee. Sie haben versagt, alles, was Sie tun sollten, war herauszufinden, wo Kane ist. Hören Sie, Lady, ich habe getan, was ich konnte. Capwell hat seinen Mund gehalten, als seine Tochter und dieser Engländer ankamen. Die versuchen offensichtlich, diesen Kane zu decken. Und es ist offensichtlich, dass Sie unfähig sind. Bitte, wie Sie wollen. Weil ich anständig bin, gebe ich Ihnen die Hälfte von Ihrem Geld zurück. Es ist doch wirklich nicht zu fassen. Keiner kann mir etwas helfen. Alles muss ich allein tun, ganz allein. Moment mal, warten Sie. Hey! Etwas? Gar nichts. Ich empfinde nur, wie anders es ist, jetzt hier bei dir zu sein. Ja, es ist wohl etwas anders, aber das ist der Platz, wo du hingehörst. Oder soll ich dich erst davon überzeugen? Nein, du sollst mich nicht überzeugen. Du sollst mich in Ruhe lassen. Wieso? Wenn wir erst einmal anfangen, können wir nicht aufhören. Und dann werden wir schließlich verhungern. Ist nicht wahr, wir müssen nicht essen. Wer muss schon essen? Ich schon. Ich werde gleich verhungern. Du hast Hunger? Gut, dann kriegst du was. Nur dieses Mal, ja? Also hör zu, wir machen ein Geschäft. Du kannst faulenzen und ich mache den Salat. Das kommt nicht in Frage, wo wir doch endlich hier zusammen sind, nicht wahr? Ich denke an gewisse Dinge, die ich allein bewältigen sollte. Es wird sich für mich einiges ändern. Als erstes fange ich an, etwas für uns zu kochen. Ja! Es wird zwar nicht besonders gut schmecken, aber du wirst es schon essen. Gut, lass dir ruhig Zeit damit. Ja. Nur keine Eile. Soll ich dir irgendwas holen? Nein. Du kannst doch nicht jedes Mal aufspringen, wenn ich etwas brauche. Ich muss es mir selbst holen. Du hast recht. Immer zu aufspringen ist ziemlich nervend. In Ordnung. Ich schaffe schon allein. Ja. Weißt du, wie sehr ich dich liebe? Es wird alles gut werden, ja. Denkst du das auch? Ja. Du meinst,
Es gibt Leute, die essen dieses Zeug und verrecken nicht daran? Es schmeckt allen nur dir nicht. Sie haben sich sogar noch etwas nachgeholt. Was hast du da bloß reingetan? Was schon, Sherry, nichts weiter. Nein, mindestens 60%igen puren Alkohol. Meinst du, dass sie noch klar sieht? Ich weiß nicht. Vielleicht ist sie von deiner Suppe erblindet. Unsinn, Keys. Ich sorge mich um meine Gäste. Oh, was ist bloß aus deinem meisterhaften Plan geworden, Liebling? Den werde ich jetzt in die Tat umsetzen. Ich brauche nur einen Vierteldollar, um zu telefonieren. Guck mich nicht so an, ich hab keinen. Na schön, dann gib mir doch einen ganzen Dollar, ich gehe ihn wechseln. Ich hab gar kein Bargeld dabei. Was, du hast kein Bargeld in der Tasche? Das würden mir Leute wie deine liebste Freundin hier doch bloß klauen. Unsinn, Keys. Ich muss telefonieren und dazu brauche ich einen Vierteldollar. Du wirst doch nicht... Nein, Gina, nicht. Ich will es mir doch nur borgen. Das wirst du doch wohl nicht wagen, Gina. Das ist nicht dein Ernst. Ich geb's ja zurück. Du raubst deine alte Frau aus. Psst. Das sind 87 Cent. Und davon wollte die alte Frau ein Wochenende in Miami verbringen. Keys, wenn alles gut klappt, dann gebe ich ihr 10 Dollar Zinsen. Ich glaube nicht, dass sie das sehr ärgern wird. Wen willst du eigentlich anrufen? Ich werde es dir sagen, wenn du abgewaschen hast, Mütterchen. Hör zu, dass ich dich angerufen habe. Das darfst du niemandem erzählen. Ich bin doch kein Baby mehr, Mom. Ja, das weiß ich doch, Brandon. Würdest du für mich etwas ganz Erwachsenes tun können? Was denn? Wer ist denn außer dir noch im Haus, hm? Hier sind Daddy, Kelly und Jeffrey. Fabelhaft, hör zu. Du wirst jetzt zu Kelly gehen und sie heimlich bitten, dass sie mit dir in Johnnys Lokal geht. Dann können wir uns dort treffen. Das wäre doch wunderbar. Du, das wird Tante Kelly aber nicht machen wollen. Weißt du, sie tut es, wenn du ihr sagst, dass du über deine Rolle als Blumenjunge bei ihrer Hochzeit nur dann sprechen willst, wenn das bei einem Sandwich passiert. Ich habe aber schon gegessen. Das braucht Kelly doch gar nicht zu wissen. Hör zu. Bevor du zu Kelly gehst, habe ich noch eine schwierige Sache mit dir zu besprechen. Bist du bereit? Das kriege ich schon hin, Mom. Also pass auf. Ich möchte, dass du in Masons Zimmer gehst. Da liegen ein paar Fotoalben, die wirst du dir ansehen und ein paar Fotos von Mason raussuchen. Hast du das verstanden? Fotos, die gemacht wurden, als er so alt war wie du. Und dann bringst du sie mit zu Johnny. Du bist jetzt sowas wie ein Schatzsucher. Es sind sicher sehr viele Alben da. Such so lange, bis du das Richtige findest. Denkst du, dass du das kannst? Natürlich. Gut. Wenn du die Bilder hast, dann steckst du sie sofort unter deine Baseballkappe und die wirst du tragen, wenn wir uns beide sehen. Das hört sich aber komisch an, das mit der Baseballkappe. Ja, weißt du, das wirst du begreifen, wenn du größer bist. Für die Menschen, die man lieb hat, muss man manchmal komische Dinge tun. Ich drück dir die Daumen. Muss man wirklich für Menschen, die man liebt, manchmal Dinge tun, die komisch sind? Wieso glaubst du, dass du der Einzige bist, der ein Problem lösen kann? Deine Methoden sind immer richtig und mich bezeichnest du als starkköpfig. Sag mir einen guten Grund, weshalb du meine Hilfe einfach ablehnst. Weil jetzt Cruz an dieser Sache dran ist, nicht du. Und ich will ihm nur dabei helfen. Dabei bringst du dein Leben in Gefahr. Ich weiß genau, was ich tue und ich kann gut auf mich selbst aufpassen. Du bist meine Tochter und wegen Kane ist auf dich geschossen worden, verstehst du das nicht? Das wissen wir noch gar nicht. Wieso denn? Das ist absolut sicher für mich. Kind, hör auf mich. Jedes Mal, wenn du mit ihm in Berührung kommst, bringst du dich in Gefahr. Ja, das ist auch meine Meinung. Ich dachte, dass du dich da raushalten wolltest. Er schon, aber ich nicht. Du wirst wieder nach Hause zurückkommen. Oh, Daddy, nur so lange, bis die Sache vorüber ist, Jeffrey. Natürlich sind sie auch willkommen. Wir werden uns hier alle sehr sicher fühlen. Daddy, Jeffrey, hör zu, Liebling, vorschreiben möchte ich dir das nicht. Ich bitte dich doch nur. Würdet ihr bitte darüber nachdenken? Ich kann das nicht tun, Dad. Sehr lange hast du aber nicht dazu gebraucht. Wieso nicht? Weil sich alles geändert hat und dieses Leben jetzt mein Leben ist, verstehst du? Liebling, ich versuche doch bloß, dich zu beschützen. Daddy, das weiß ich, ja. Aber du glaubst, dass alles noch wie früher ist und das ist es nicht. Egal, was passiert und auch wenn du dich einmischst, ich werde dich immer lieben. Aber ich gehöre jetzt zu Jeffrey. Und wenn mich jemand beschützt, dann wird er mich beschützen, niemand sonst. Elena! Hi! Hi! Du bist hier? Das wusste ich ja gar nicht. Ich habe da einen Fall, an dem ich noch arbeiten muss. So ist das. Hi, Carmen! Tu mir einen Gefallen und bring das zum Wagen. Ich komme danach. Du hast also einen Fall, ja?
Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Nein, danke, Pearl. Es ist ein ziemlich einfacher Fall. Kennst du das nicht auch, dass du glaubst, alles geht glatt und du fühlst dich sicher und peng! Gehst du in die falsche Richtung und knallst voll gegen eine Betonmauer. Ich will dich nicht aufhalten, Pearl. Oh. Ganz im Gegenteil. Ich hatte sowieso Langeweile und da dachten wir, wir könnten ein paar Sachen zusammenpacken und sie der Wohlfahrt schenken. Oh, das ist sehr großzügig von euch. Nun ja, man tut, was man kann. Das findet bestimmt Anerkennung. Ja. Na dann. See you later, Alligator. Eher als du denkst, du dreckiges Aas. Du kannst mir überhaupt nichts vormachen, Pearl. Ringträger bei der Hochzeit. Es wird alles wunderbar klappen. Ich hoffe, dass er mir nicht runterfällt. Er wird dir schon nicht runterfallen. Hast du keine Lust, das Ding abzunehmen? Nein, habe ich nicht. Kelly, tut mir leid, dass ich so gereizt war heute Morgen. Ist schon gut. Ich verstehe das. Das hoffe ich, denn ich will nicht, dass du dich die ganze Zeit oben in der Hütte aufhältst, solange die Sache mit Kay nicht geklärt ist. Ich wäre dir dankbar, Kelly, wenn du mich bei deinem nächsten Besuch zu ihm mitnimmst. Das lässt sich schon machen. Das kann ich kaum glauben. Heißt das, du fängst mit mir keinen Streit an? Nein, das möchte ich nicht, weil du recht hast. Wieso soll ich einen Streit anfangen? Es ist ja nichts. Nun sag bloß noch, wenn wir Eheleute sind, dann wird unser ganzes Leben ebenso unkompliziert und ohne Reibereien sein? Ach, darauf würde ich nicht hoffen, aber ich verspreche dir, es wird wahnsinnig interessant. Wie wäre es denn mit interessant Wahnsinn? Schön aufessen, Brandon. Oh, Mom! Hallo, mein Baby, wie schön, dich zu sehen. Ich bin kein Baby. Tut mir leid. Hallo, Kelly. Gina, ich denke, das ist keine gute Idee. Ich bitte Sie, Kelly, nach der Einschränkungsverfügung, die ich gesehen habe, verletzt das keine der gestellten Bedingungen. Wir essen hier nur zu Mittag. Kies, ich weiß nicht. Jetzt hören Sie schon auf. Mein Gott, seien Sie nicht so streng. Sie will doch nur mal mit Ihrem Jungen reden und einen Moment mit ihm allein sein. Ihr wisst doch, wie viel mir das bedeutet. Na gut, du darfst ein paar Minuten mit ihm reden. Setzt euch bitte so, dass ich euch sehen kann, ja? Mhm. Danke sehr. Capwell. Wie ich gehört habe, wollt ihr zwei den langen und teilweise dornigen Weg der Ehe gehen. Was hast du dir denn da für ein Ding aufgesetzt? Den hat Daddy mir gekauft. Ich konnte meine Baseballkappe einfach nicht mehr finden. Sind das die Bilder von Mason? Das steht auf der Rückseite, glaube ich. Kaum zu glauben, sie haben ihn hier in Cowboy-Hemd fotografiert. Ich habe das doch richtig gemacht, oder? Ja, das hast du. Toll hast du das gemacht. Wann spielen wir denn wieder Ferienlager? Liebling, ich weiß es nicht. Das hängt von deinem Vater. Weißt du was? Du gehst jetzt wieder zurück und isst etwas zusammen mit Jeffrey und Kelly. In Ordnung. Ich wusste es doch. Siehst du? Es war Mason auf dem Bild. Ja, wenn er das hier ist, dann war es, ja. Genau das habe ich dir doch gesagt. Ich weiß nur nicht, wer der andere Junge ist. Wen interessiert das? Mich schon. Es gibt da sicher eine Verbindung, die sollte dich auch interessieren. Oh. Wer ist das andere Kind? Ted ist es nicht. Tja. Und Jamie Capwell? Hm? Auch nicht. Gina, vielleicht ist es eine Fotomontage oder eine Mutation von Cece Capwell, hm? Ich habe eine Idee. Schon wieder? Nicht doch, Gina. Hör auf zu nüllen und du komm. Willst doch nur wieder irgendeine obdachlose Frau ausrauben. Nein, das mache ich nicht mehr. Liebling, ich muss leider gehen. Komm her und gib deiner Mama einen Kuss. Tu mir den Gefallen und dehne das Essen schön aus. Bestell dir ruhig noch etwas. Ich habe doch schon 2 Sandwiches gegessen. Dann ist ruhig noch eins. Kelly, danke vielmals, dass ich meinen Sohn ein paar Augenblicke sehen konnte. Das hat mir viel bedeutet. Ich erwarte die Einladung zur Hochzeit. Gehen. Wiedersehen. Also noch länger hätte ich Keith Timmons nicht ertragen. Bestimmt nicht. Er macht sehr gute S'mores. Tatsächlich? Was sind S'mores? Das sind geröstete Marshmallows. Ich gebe dir nachher einen. Denkst du, dass du gleich fertig wirst? Ich will noch einen Eisbecher mit heißer Soße. Natürlich kriegst du einen, na klar, du hast dir das Beste ausgesucht. Dafür muss es aber ein ganz großer sein, ja? Mhm. Na, du musst ja halt verhungert gewesen sein. Hey, Ken, wir haben alles mitgebracht, was Sie hier brauchen.
Es war für uns kein großes Problem, die Sachen zusammenzupacken und herzubringen. Oh, tut mir leid, dass wir Sie geweckt haben. Schlafen Sie einfach weiter, ja? Gute Nacht und schönen Gruß an die Bettwanzen. Wiedersehen. Wirklich? Unglaublich. Das war gut. Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich jemals so glücklich gewesen bin. Etwas, das ich letzte Nacht gespürt habe, das wollte ich dir unbedingt sagen. Ich hatte ein deutliches Gefühl in den Beinen. Das ist großartig. Ja. Ich werde wieder gesund. Ich beweise es dir, vielleicht renne ich mit dir am Strand um die Wette. Tja. So wie früher. Ich hoffe, du erholst dich wirklich so weit, dass du mit mir um die Wette rennen kannst. Aber mach dir nicht zu viele Hoffnungen, denn deine Chancen, mich beim Wettlauf zu schlagen, sind äußerst gering. Fast aussichtslos. Weißt du, Dummerchen. Du hast so viel Gutes für mich getan. Und eines weiß ich, weil du mich liebst und weil du an meiner Seite stehst, kann ich alles erreichen. Ich liebe dich wirklich, Eden. Ich liebe dich. Tja, das ist die Wahrheit. Ich liebe dich. Wenn ich nicht halb besoffen wäre, riecht das streng, hätte ich mich niemals überreden lassen, so war ich dämmend heiße. Ach, nun hör doch schon auf. Du liebst es doch genauso wie ich, die Sachen anderer Leute zu durchstöbern. Oh, ich stehe mir auf Damenunterwäsche. Was ist denn das für ein kitschiges Zeug? Die gute Kelly hat eben keinen so untrüglich guten Geschmack wie du. Und deswegen wirst du mir persönlich die Zelle einrichten, wenn man mich wegen Einbruchs hinter Gitter wirft, klar? Wieso denn? Wir wollen doch hier nichts stehlen. Wir suchen nur etwas. Ja, das ist ganz einfach. Sie sind verhaftet. Nein, Sie irren sich, Office. Wir suchen nur etwas. Niemand wird uns erwischen. Renton hält Jeffrey und Kelly noch mindestens eine Stunde lang in Schach. Sehr gut. Du machst deinen Sohn zum Helfershelfer bei einem Verbrechen. Und das nur, damit wir uns ein Foto von diesem dämlichen Bengel ansehen können. Oh. Hier ist es. Ich habe es endlich gefunden. Ich habe es gefunden. Ich bin nicht taub. Keith, er ist auf diesem Foto hier etwa so alt wie auf dem in dem Medaillon. Gut, können wir dann jetzt abziehen, still und leise. Ich habe recht, es ist derselbe kleine Junge. Die beiden Jungs in dem Medaillon sind Jeffrey und Mason. Ach ja, und was ist daran so wichtig? Was bedeutet das? Es gibt bloß einen Menschen auf der Welt, der weiß, dass Mason und Jeffrey Brüder sind. Und das ist die frühere Mrs. Capwell. Ja, sie ist mir wohl bekannt, diese Pamela-Theorie. Siehst du denn wenigstens ein, wie recht ich hatte? Die Bilder in diesem Album sind identisch mit denen in dem Medaillon und haben ursprünglich Pamela gehört. Alles richtig, alles richtig. Kommen Sie herunter. Sie haben sowohl das Salatbesteck als auch die Küchenschürze gewonnen. Und Sie haben alle Hinweise zusammengetragen, die Jeffrey und Mason mit einer Toten in Verbindung bringen können. Sie gewinnen eine Wochenendreise nach Kuba. Wie Sie dahin kommen, ist Ihre Sache. Ich wollte dir sagen, dass ich mich neulich getäuscht habe, Cruz. Getäuscht? Woran meinst du? Weißt du, als ich zurückgekommen bin... Darüber brauchen wir nicht mehr zu reden. Aber ich möchte es gern. Na gut. Ich hatte sehr viele Zweifel in mir. Ich hätte niemals so lange in den Bergen bleiben sollen. Besonders, weil ein so wundervoller Mensch wie du mich liebst. Und weil meine Familie wunderbar ist. Ja, du hast eine fantastische Familie. Und ich habe nie gedacht, dass du aus Bosheit fortgeblieben bist. Ich wusste doch, dass es nicht so war. Ich wusste das immer. Du hast mir geschworen, dass es dir nichts ausmacht, dass ich nicht laufen kann. Doch ich war überzeugt, dass es dir doch was ausmacht. Denn ich habe gedacht, es könnte für dich nie wieder so schön wie früher werden. Ich hatte Angst davor, dir nicht das geben zu können, was du verdienst, Cruz. Ist das jetzt anders geworden? Eigentlich wollte ich es niemandem sagen, bisher.
An dem Tag, als Daddy mir meinen Wagen schenkte, da bin ich zu einem dieser Rehabilitationszentren gefahren. Wirklich? Ja, dort waren Leute, die schon ihr ganzes Leben im Rollstuhl sitzen. Manche können sich weniger bewegen als ich. Ohne sich zu bemitleiden. Und als ich das gesehen habe, da schämte ich mich. Für meine Gedanken, die ich vorher hatte. Liebling, ich... Ich weiß wirklich nicht, wie ich das ausdrücken soll. Meinen großen Respekt vor deiner Haltung. Ich meine, für zäh gehalten habe ich dich schon immer. Doch erst durch das hier weiß ich, wie zäh du wirklich bist. Und ich verspreche dir, ich werde nicht zulassen, dass sich jemals etwas zwischen uns stellt.